Nervös ist er, der Markt. Wackeln kann er tatsächlich und damit den einen oder anderen dann doch in die Weißglut bringen, mehr oder weniger. So zumindest könnte man das wahrscheinlich interpretieren. Was da gerade im Moment abgeht, ist auf jeden Fall wieder erstmal das anfängliche Wackeln zur Börsenöffnung. Da haben wir uns jetzt ja schon dran gewöhnt, dass das der Fall ist. Aber wir sehen, dass das insgesamtige Bild da ja noch relativ übersichtlich gut strukturiert ist. Beim Nasdaq geht das sogar noch einigermaßen. Denn wenn wir hier das uns angucken, haben wir eine klare Richtung, zumindest aktuell jetzt mal, aber für alle anderen, zum Beispiel, wenn wir uns den S&P, den Marktbreitenindex angucken, das ist hier schon irgendwas, was sehr, sehr korrektiv aussieht. Auch das hier sieht nicht wirklich viel besser aus mit den vielen Überschneidungen. Das heißt, der Markt hat sich noch absolut jetzt nicht festgelegt. Das heißt nicht, dass es gleich nicht laufen kann. Es macht aber die eine oder andere Handelsentscheidung doch deutlich schwieriger. Denn in solchen Situationen handle ich gerne mal erstmal nichts, denn solange beide Seiten mehr oder weniger doch nur eigentlich mehrheitlich wackelig unterwegs sind, ja, das ist dann immer so eine Sache. Ich weiß, es ist ein bisschen verzwackt, man wünscht sich dann immer gerne was Neues, aber wenn wir uns das hier mal angucken, zum Beispiel im Stundenchart beim Dow Jones, wir hatten zuletzt hier noch diese tolle Aufwärtsbewegung, der Teil ist ja noch super, dann haben wir eine ganz klare ABC-Kiste, also ganz klar korrektiv. Entsprechend müsste es eigentlich wieder dynamisch nach oben gehen. Dynamik ist jetzt noch nicht so ganz groß geschrieben, aber immerhin, es geht nach oben. Also vorläufig hat man zumindest noch mal eine gewisse Chance, dass die Richtung nach oben weitergeht. Wie weit, das ist das große Fragezeichen. Das wissen wir tatsächlich nicht. Ein Klassiker wäre jetzt, dass wir zumindest diese alte Hochmarke hier noch mal ansteuern. Was war das? 8. Januar, 7 Uhr, also morgendlicher Kurs. 31.150 circa auf dem Future gerechnet, passt auf. Wenn ihr einen anderen Kontrakt irgendwas handelt, dann können die Preise ein bisschen abweichen. Deshalb die Uhrzeit und das Datum als Orientierungshilfe. Trotz alledem, Ziele darüber sind erstmal ziemlich typisch. Also selbst wenn es doch noch insgesamt eine Korrekturgeschichte wird, also sprich, wenn das, was wir hier haben, korrektiv ist, das hier auch korrektiv ist und danach erst nochmal das kommt, auch das sollte uns nicht so sehr wundern. Wir haben solche Situationen ja immer wieder mal im Chart und das ist eine Falle, eine Bullenfalle klassischerweise. Wenn der Markt da drüber geht, ist das noch längst nicht das Zeichen, dass es als nächstes definitiv noch weit weiterläuft, sondern ist das absolut noch realistisch und dass der Markt auch mal schnelle Gegenbewegungen machen kann. Ja, kann man auch besser zeichnen. So hier zum Beispiel. Das haben wir ja schon mehrfach miterlebt. Es macht es also etwas schwieriger. Eigentlich würde man sich jetzt wünschen, ach komm, erzählen, ich sage einfach, soll ich kaufen, soll ich nicht kaufen oder soll ich shorten? Und mache einfach, dass ich ganz viel Geld verdiene ohne Risiko. Ja, finde ich auch schön. Ich würde es auch gerne erzählen. Das Problem ist, in diesem Markt kann man nur raten. Alles andere ist eigentlich, ja, was will man damit machen? Ihr seht, ich bin genauso ratlos wie ihr. Was ich jetzt tatsächlich machen werde, ist mal angucken, was es so auf den Alternativen gibt. Das heißt, ich verlasse die Indizes. Die gucke ich natürlich auch weiterhin an, denn es gibt ja schon Chancen, dass da irgendwie was passiert. Und schaue unter anderem dann in so einer Situation mal an, ob man bei den Intraday-Aktien was bekommt. Sowas wie Apple jetzt zum Beispiel, einen Schub in die eine Richtung, wackelig in die andere, würde zumindest mal erlauben, über einen kurzzeitigen Long, also nochmal eine Fortsetzung der letzten Schubrichtung, nochmal nachzudenken. Solche Sachen, die testen wir dann im kurzfristigen Bereich einfach als Ersatz, also anstelle von, na, kurzfristig mal den Future oder den entsprechenden CFD darauf zu handeln, auf den Index, dann doch auszuweichen auf entsprechende Titel. Welche da für mich in Frage kommen, das können wir gucken. Wer will und wer solche Informationen auch mal auf Smartphone haben will, der meldet sich an für Born for Trading. Link unten drunter. Könnt ihr kostenfrei mal ausprobieren hier. Die Nachrichten, wie gesagt, dann aufs Smartphone, dann habt ihr die Möglichkeit, das mitzubekommen. Und keine Sorge, es ist nicht WhatsApp. Die sind ja im Moment ganz schön gebasht. Wir schicken das über Telegram. Da funktioniert das eigentlich auch technisch ganz gut. Abgesehen davon, wer den ein oder anderen Trade-Hinweis gerne hätte, ganz konkreter Natur, der ist mit dem Trade des Tages ganz gut aufgestellt. Nicht immer. Gestern zum Beispiel hatten wir vorgeschlagen, vielleicht hat es der ein oder andere mitgekriegt, Silber sich mal anzugucken. Das ist allerdings nicht gut gegangen. Der Kurs ist tatsächlich nicht weitergelaufen. Ich sage das ganz bewusst, nicht im Sinne von, ja, guck mal, da muss er auch mal was zugeben. Nein, nein, das passiert sogar relativ häufig, dass das dann nicht genauso passiert, wie ich mir das wünsche. Der Vorteil hier ist allerdings, das hatten wir gestern ja ausführlicher besprochen, das Chance-Risiko-Verhältnis. Das heißt, wenn einer von 5, von 4, von 3 von diesen Trades passt, dann hat man immer noch mehr verdient, als man mit einzelnen dieser Trades dann eben verliert. Also, vielleicht haben wir hier bald eine neue Situation, die wir als Trade vorschlagen. Denkbar ist es allemal.
Deshalb unbedingt anmelden, damit ihr die entsprechende Nachricht bekommt und natürlich dann unsere entsprechend konkreten Ein- und Ausstiegsmarken. In diesem Sinne, euch alles Gute und ganz liebe Grüße.